Hallo und herzlich willkommen zum Carmechanic Simulator 2018. Hier ist wieder euer Legolas. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich in der anderen Folge 18 gesagt oder 15. Ich weiß es nicht. Aber naja. So, wir brauchen einen neuen Auftrag oder zwei oder drei oder irgendwie. Mal gucken, was im Angebot ist. Was ist denn das hier? Das hat irgendwas mit Riemen zu tun. Klingt eigentlich interessant. Hoppla. Da müssen wir mal aufpassen, dass die ja nicht ablaufen hier. So. Nehmen wir mal den hier. Auto bewegen zur Bühne. Theoretisch könnten wir doch auch eins auf den Parkplatz stellen. Da haben wir es schon probiert. Das hat er noch Stoßdämpfer und da ist keine Ablaufzeit. Das sind irgendwie immer so Aufträge wie so ein roter Faden. Was haben wir denn eigentlich hier? Das sind Bremse. Stoßdämpfer, was haben wir hier? Filter, alle Filter wechseln. Motoröl und Ölfilter. Aha. Meinetwegen könnte man machen. So, jetzt muss ich mal gucken, könnte ich jetzt das Auto auf den Parkplatz stellen? Ist das möglich? P. Ach, nur die ich besitze. Ah, schade. So, folgendes. Was war denn hier los? Zahnriemen, Wasserpumpe, Riemenspanner ist ja zu wechseln. Und diese Liste, die müsste man doch jetzt eigentlich auf die, also da Ersatzteilliste ist, müsste man eigentlich schon auf den Plan nehmen können. Das wäre genial, wenn sie das noch machen würden. Na, der hat fast 100.000 Kilometer drauf. Das ist auch genial, dass jetzt den Kilometerstand angezeigt wird. So, dann gehen wir doch gleich mal ran hier an die Speck hier. So, Gott sei Dank wird es hier jetzt schön farblich angezeigt. Gut, momentan werden ja die Teile immer noch hier angezeigt hier. Ich habe keine Diagnose-Dinger, das wollte ich gerade mal erst gucken. So, der Riemenspanner, den kann ich doch jetzt gleich mal auf die Notizliste schreiben, ja. Und dann kann ich den wegbauen. Hallo? Montage? Demontage? Ich bin doch... Nee, nicht schon wieder der Fehler. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon im Alten, den Fehler manchmal. Dass mehr Motorraum ist und man kann das nicht demontieren. So, der Riemen ist innen drin, oder? Ja. Der ist innen drin. Also gut, da muss das ganze Gerödel ab hier. Das ist natürlich jetzt blöd. Plump. Da muss das der Riemen weg. Jetzt kann der weg. Die Wasserpumpe. Die schreiben wir auch mal auf die Liste. Ja, und vor allem, was ich jetzt auch gelernt habe, die Liste wird nicht gespeichert, wenn man das Spiel mal verlässt, also speichert und verlassen tut. Also merkt euch nicht, was auf die Liste schreiben und dann speichern und verlassen machen. Das wird einfach nicht gespeichert und danach ärgert ihr euch einfach, so wie ich, dass ihr beim Einkaufen nicht wisst, was ihr kaufen sollt und da ewig hin und her klicken müsst. So, Zahnriemen. Ich sag, man kann alles noch ein bisschen verbessern hier mit der Liste. Dass man sagen könnte, naja, gut. Aber dass man es einfach machen könnte, ist so eine Art Modus hier in dem Inventarmodus dann. Dass man einfach klickt, was man einkaufen möchte. Einfach so zack, zack, zack und dann Bestätigung. Das ist für mich halt ein bisschen unglücklich gewählt hier, was sie da gemacht haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist manchmal ein bisschen schwierig zu erklären. So, Computer. So, jetzt kann man ja die Einkaufsliste herholen. Jetzt kann man gucken, Riemenspanner, okay, Wasserpumpe, Zahnriemen. Das hat eigentlich alles mit, was hat das zu tun mit dem Motor, oder? Kann das sein? Oh je, das ist mir zu blöd. Ich mach's einfach mal wieder so auf die herkömmliche Weise. Riemen. Riemenspanner, das ist dieses Teil hier. Einmal, dann eine... Moment, Zahnriemen. Das passt doch hier mit rein. Ja, das ist hier, Zahnriemen. Das ist der hier, genau, der so, Dreieck so dann nach oben. Das ist anders Dreieck. So, Wasser.
Hä? Ach, das kommt woanders vor. Alles? Wasser? Ja, jetzt ist es weg. Wasser. Wasserpumpe R4. Es gibt hier noch eine I4B und so weiter. Es gibt hier neue Teile. So. Jetzt Sattel. Bauen wir das wieder ein. Ich meine, das mit der Einkaufsliste finde ich ja wirklich echt schön. Das habe ich mir am 2015er gewünscht. Und hier haben sie es verwirklicht. Der plus das hier ist immer noch so ein bisschen hier. Diese Steuerung ist halt immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das würde ich immer wieder erwähnen. Einmal dieses Gehäuse drauf. Zack. Lalala. Die Kurbelriemenscheibe hier. Na. Tragrolle A, das geht auch. Einmal Wasserpumpe. Was fehlt denn hier noch? Ja, da fehlt noch jede Menge. Nämlich die ganzen Riemen hier. So. Oder Serpentine Belt, wie sie im Englischen sagen. Der hier noch, der zur Lichtmaschine, der Riemen hier. Ja, das ist einfach. Man hat es so gemacht, da, weil wenn der eine Riemen reißt, also meistens wenn es ist der Lichtmaschinenriemen, dann hat man nur ein Problem und der Motor läuft immer noch weiter. Natürlich, wenn der da oben reißt, hat man ein anderes Problem. Das hat man einfach nur teilweise, weil ich mir schon überlegt habe, warum geht denn das Ritzel nicht einfach oder der Riemen nicht einfach auf das Ritzel drauf hier noch von der Lichtmaschine. Ja, und so ist es eben beantwortet hier, was ich jetzt gerade gesagt habe. So, wir müssten eigentlich fertig sein, ne? Ja. Jawohl. Ja, was lichtet denn hier so? So, Auto bewegen, Hebebühne. Habe ich wieder was demontiert oder nicht? Ich hoffe nicht. So, was hat der für ein Problem? Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter. Okay. Naja, wenn er nur die Filter wechseln will, kein Problem. So, was hat denn der für Luftfilter? Den Standard Luftfilter, oder? Ja. Bim. Schade, dass man das auch nicht hier einfach in einem Aufwasch abmachen kann. Man muss hier jede Klammer einzeln anklicken. Mein Gut, ey. Na, was soll denn das hier? In der Wirklichkeit muss man ja auch jede Klammer abmachen, aber es ist halt irgendwas anders, wie wenn ich das hier in der Simulation habe. So, Luftfilterdeckel, Luftfilter raus. Der Kraftstofffilter ist irgendwo da hinten. Nanü, wo ist er denn? Kraftstofffilter? Hä? Jetzt habe ich ihn übersehen. Gut, die Anordnung des Motors ist wieder ganz anders hier. Da ist die ABS-Pumpe und so. Nanü, wo ist denn der Kraftstofffilter? Ah, da. Da ist sie versteckt. So, den Ölfilter kriege ich nur von unten her. Ja, das hasse ich, dass das jetzt hier so ist. Das könnte man trotzdem so machen. Also, der darf nicht mehr wie 2,6, oder? Nee. Ach, 3,2 Tonnen heben. Okay, ich habe schon gedacht. So. Ja, wo war ich jetzt? Habe ich einen Faden verloren? Was wollte ich noch sagen? Ölfilter, gut, da passiert nichts, dass da Öl rausläuft. Normal müsste man ja auch das Öl wechseln, oder? Aber wenn du den Ölfilter wechselt. Po. Jetzt Computer. Filter. Einmal Luftfilter für 11 Dollar. Ich muss jetzt immer Dollar sagen, weil es hier ein Dollar ist und kein Euro mehr. Eigentlich komisch, warum sie es jetzt auf mehr auf amerikanisch getrimmt haben. So, und ein Ölfilter, das war der R4. Der rot, der ist aber grün. R4 ist blau. So. So, Öldings wieder ranbauen. So, das hier.
Ich weiß gerade nicht, auf welchem Modus das Radio steht. Also im Moment kommen ja eigentlich gerade gute Lieder, also da kann ich nicht klagen. Beim anderen hatte ich immer so ein bisschen Problem, dass das Radio Musik gebracht hat, die mir teilweise dann zu schrill war. Wo ich dann immer wieder den Sender geändert habe. Oder halt das nächste Lied. So. Zack. Was war noch? Der Luftfilter. Da sind wir gerade dran vorbeigedreht hier. So, und das Deckellein drauf wieder. Alle vier Klemmerle fixieren. Sonst meckert jemand. So, jetzt haben wir das Detail. Das ist auch gut so. Die ganzen Teile sind ja irgendwie vom gleichen Hersteller, von Schuh, irgendwas hier. Wie heißt denn das hier? Schuh, Schrü, keine Ahnung. So, Klappe zu, Affe tot. Fertig sind wir. Keine Prämie. Ey. Püh. Ja, da habe ich schon etwas sehen. Natürlich das Motoröl doch noch wechseln. Da muss man mal. So. Und jetzt ist wieder das hier. Der Ölablass steht wenigstens im letzten Eck. Man muss dann hier an die Hebebühne nur ran und schon steht er richtig, wo er hin muss. Dann klickt man ihn an, macht Gerät benutzen. Und schon rieselt dieses, ja, rötlich-schwarze Öl raus hier. So. Weg damit und aufräumen hier. So. Das war's. Dann können wir das Auto wieder runterlassen. Ja, es gibt auch keine verschiedenen Öle. Man muss ja nicht aufpassen hier, welches Öl man braucht. Das wäre auch nett, wenn man das da reinnehmen könnte, so artig hier. Dass man 5W40 oder was weiß ich, was es da so gibt, an Ölen reinfüllen muss. Wobei ich da auch überhaupt keinen Plan habe. Muss ich offen ehrlich zugeben. Das hier ist jetzt Suboil Premium Motoröl. Mehr kann ich nicht erkennen. Welche Viskosität und so das hat, weiß ich nicht, was für ein Bereichsöl das hier ist. Auf jeden Fall mehr Bereichsöl. So, fertig sind wir. Klink, wie viel? Ich sehe mal nicht, wo der Preis hier steht. Da macht es kling kling. So, da ist doch, was ist denn das hier für ein Steckplatz hier? So, Ölmessstab. Jawohl, sehr schön. Das sieht ja auch so toll aus hier, wie das hier glänzt und so, das Öl auf dem Stab. Das haben sie echt geil gemacht. So. Motorhaube zu. Abgeben. Jetzt kriegt man auch Prämie. So. Auftrag beenden. Das wär's. Was haben wir denn hier? 7 Aufträge gerade im Petto. Dann haben wir da neue reingekriegt. Das sieht man in der Zeit. Der Salim Kiran, das ist irgendwie immer sowas wie so ein. Also der hat ja auch keine Zeit. Das ist so eine Art wie. Also das andere sind so Cash-All-Dinger hier. Was anderes ist anscheinend sowas wie so ein Leitfadenauftrag, wenn man so will. Heißt ja ausgewählte Farbe. Ich habe dieses Fahrzeug von einem Bekannten erworben, der schnell an Geld kommen musste. Er versicherte mir, dass das Autofahrzeug ist. Aber irgendwie schwenkt es immer nach rechts und dann auch noch in dieser komische Geruch wie Champignons. Was? Soweit ich mich erinnern kann, arbeitet er im Büro und ist kein Händler. Naja, können Sie das Auto prüfen, was da los ist und das Auto reparieren? Ja, da würde ich halt gern einen OBCD-Scanner haben. Aber wartet mal. Wir haben wieder neue Erfahrungspunkte, soviel ich sehe. Was kriegt man da eigentlich? Schraube schneller? Ah, da können wir noch gar nicht hin. Das geht nicht. Mit den Profiltiefen-Dinger hier. Reparaturfall bis zu 50%. Das Tablet, was ist denn das hier eigentlich? Briefelemente schneller. Was ist das hier? Aha. Zustand des Motors. Das möchte ich eigentlich haben. Tablet. Kannst du mal in den Shop? Drücke T oder wähle entsprechende Option im Menü. Wollen wir das nehmen? Aber eigentlich. Ah, das Tablet, das will ich eigentlich jetzt noch nicht. Oder das hier. Ach komm, wir nehmen mal den Profiltiefenmesser. So. Ah, das scheint, da brauchen wir noch ein paar Punkte, oder? Ab 7 ist das hier erst freigegeben. So. Okay.
Ja, den einen Auftrag lassen wir ja mal, der tut ja nicht ablaufen. Da hätten wir wieder Dings hier, das hat was mit Riemen zu tun. Ersetze Elemente der Steuerung. Oh, der Bremssystem. Boah, Dodge ist jetzt weg hier, okay. Man hört ein Klopfen in der Aufhängung, okay. Das Auto steuert sich unsicher. Auftrag annehmen, da werden alle Teile angegeben. So. Du. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Das ist schwierig bei dem Spiel so ein bisschen. Weil im Moment ist es auch noch so kleckerles Aufträge hier. Ich meine sicher, es kommen die dicken Aufträge, aber ich brauche die im Moment nicht, weil ich die Diagnosewerkzeuge dafür halt nicht so habe. Radnabenlager, inneres, hinteres Domlager, hinteres Stoßdämpfer, Typ A, Stabilisatorstange hinten. Wie gesagt, wenn man jetzt hier klack, klack, klack macht, übernehmen auf die Reparaturliste. Das wäre praktisch. Also auf die, ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. So, da machen wir auch mal alles an. Man muss halt immer dran denken, dass man die Teile dann manuell hinzufügt. Wo ist das Auto hin? Na nü. Habe ich jetzt Auftrag abbrechen gemacht? Oh, Mist. Ich glaube, ich habe Auftrag abbrechen gedrückt irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber egal. Naja, dann holen wir uns halt einen neuen Auftrag. Zum Glück müssen wir keine Strafe zahlen. Was haben wir hier? Beseitige alle Aufträge mit dem Motor. Probleme. Da ist wieder was abgelaufen. Und dann machen wir den Steuerungsauftrag einfach mal hier. So. Also ich habe irgendwie den Auftrag abgebrochen. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Sag mal, das Auto ist hässlich. Das passt hier vorne ja gar die Farbe. So, mal gucken. Wo habe ich denn? Ich habe doch nur hier so gemacht. Und sonst habe ich. Und dann war das andere auf einmal weg. Mal gucken, die Liste müssen wir auch wieder lernen. So. Dass das alles abgehakt wird, was man gekauft hat. Also, bitte guckt mal, dass er hier irgendwie noch was macht hier. Und hier, wie gesagt, kann ich nur speichern. Aber ich kann keine Einstellung ändern. Ist auch Quatsch. Dann schreibt doch einfach hin, speichern. Naja, ich kann hier immer noch wettern und wettern und wettern. Jetzt machen wir erstmal hier, dass der hier hochgebockt wird. So. Mal hier die Haube auf. Boah, der Motor sieht aus. Boah, ist richtig weh, sieht er aus. So, was war hier jetzt nochmal das Problem? Die Steuerungsteile, okay. Das wäre wieder hier eine Riemenspanner. So, Zustand, Riemenspanner, ja genau. Verdammt! Ah, ich bin ein Doldi. Jetzt habe ich schon wieder Auftrag abbrechen gemacht. Oder beenden. Ja, natürlich kriege ich dafür keine Kohle. Ach Mann, was soll das? Wenn ich die nicht will, dann kann ich sie auch, brauche ich sie auch gar nicht annehmen, oder? Was haben wir denn noch? Lalalala, Stoßdämpfer, was haben wir hier? Aufhängung. Mach eine Geralle. Aha. Komm, wir machen einfach mal Bremsen hier. Ist eigentlich egal, oder? Ne, wir machen das hier. So. Aber diesmal nicht den Auftrag beenden. So. Das finde ich halt ein bisschen blöd, dass man hier einfach auf Beenden klickt und dann ist es weg. So, das machen wir mal hier. Alle Filter wechseln. So, okay, da müssen wir Nockenwellenzahnrad. Ah, da müssen wir ein bisschen mehr aufschrauben. Wobei, nee, müssen wir gar nicht. Blödsinn. Ölfilter I, Kraft und Luft. Okay.
So, dann merken wir uns mal die Teile vorher. Ja, die Teile sieht man ja innen drin schon. Der Ölfilter, den kann ich aber schon mal auf die Liste schreiben. So, und was ist denn hier noch? Der Riemenspanner. Kann man auch schon mal auf die Liste packen. Oder auch so können wir doch hier sagen, zack, auf die Liste hier. Aber ich muss es erst anklicken, dann muss ich darum und dann mache ich zack. So, der Treibstofffilter hier. Halt, erstmal anklicken. Jetzt kann ich auf die Liste setzen. Und der Luftfilter noch. Der ist hier drin. So, Luftfilter. Ja. Ah, gut, geht auch so. Und den Rest kann ich jetzt noch nicht markieren. Soll ich eigentlich aus Öl wechseln? Warte mal, mal gucken. Nee, das Öl soll ich nicht wechseln. Na ja, gut. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sind wieder am Ende der Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.